STV Your Raps, dritte Folge. Schönen guten Abend, schön, dass ihr alle zuschaut. Mein Name ist Speranza. Wir sind hier im Speranza Studio heute Abend zu Gast. Mein Bro, Andi, dieser Mann. Andi, schön, dass du da bist. Alles richtig, gut. Richtig geil. Leute, man muss auch sagen, Andi ist gerade extra, oder gerade Andi ist den ganzen Tag schon hier. Wir spazieren schon den ganzen Tag durch Dortmund. Und Andi ist extra aus Hamburg angereist. Also das ist auf jeden Fall super geil. Wir haben also hohen Besuch aus Hamburg heute. Andi, ehemalig BKC, ehemalig unser 1 Productions, ehemalig Barkeepers. Es gibt so viel Stuff von dir, Alter, im Netz. Ich kenne dich ja auch, wir kennen uns ja auch privat. Deswegen ist das für mich eine besondere Freude, heute Andi hier zu haben. Du bist auch mein Freund und ich lade auch am liebsten meine Freunde ein. Und Andi, ich habe dein Album schon gehört. Es geht nämlich heute um Andis Album, was er selber produziert hat. Er hat jeden Beat selber produziert auf diesem Album. Er hat jeden Song selber geschrieben, jeden Song selber eingerappt. Du hast, glaube ich, nur 3 Features auf dem Album, aber alle 3 Features von Kian eingerappt. Kian, genau. Du bist der beste Mann. Ich liebe dich, Bruder. Ich feiere dich, Alter. Und wie gesagt, da sind 3 Features drauf von Kian. BKC Entertainment ist Kian momentan auch in Hamburg, glaube ich, mit Max unterwegs. Und ja, gut. Andi, das ist dein Album hier. Leute, kurz hier einblenden, das Album von Andi. Und da gibt es einiges zu sagen. Andi hat gesagt, alles selber produziert. Du hast jeden Track selber auch produziert, die Mische und so, du hast alles selber abgemischt und so? Mische gemacht, Master abgegeben, aber ansonsten alles selber, ja. Wie lange saßt du an dem Album dran? 3-4 Jahre ungefähr, also mit Beatproduktion, Aufnahme, 3-4 Jahre circa. Ja. Genau. Also war schon auf jeden Fall eine Menge Arbeit, die du da... Ja. Oder hast du das so nebenbei gemacht? Ja, muss ich nebenbei machen, ne? Nee, aber ich habe mein eigenes Studio aufgebaut und hab dann einfach mal losgelegt, habe einfach ein paar Battle-Songs aufgenommen, irgendwann hat sich ein Album daraus geformt. Die Sache mit Kian, wir hatten eigentlich eine EP geplant, haben 6-7 Songs aufgenommen, aber waren dann irgendwie mit dem kompletten Endprodukt nicht so ganz zufrieden und haben dann gesagt, okay, bevor wir es ganz wegschmeißen, nehmen wir die besten 3 Songs, hauen die auf mein Album. Passte zu dem Zeitpunkt, wo mir noch ein paar Songs fehlten. Mhm. Und ja, geht halt krass in eine Richtung, reines Battle-Album, so liebt oder hasst es, nach dem Motto. Ja. Also ich habe das Teil ja gehört, wir haben ja das Album vorhin gehört und wir haben ja auch heute ein paar Gäste noch am Start, muss man ja auch sagen, UPO ist wieder am Start. War eine Zeit lang, hat er viel zu tun, Juppie, was war bei dir los? Was denn ah, frag nicht, Alter, Umzug hinter mir gehabt und sowas halt. Ne? Hast du zu tun gehabt. Zu tun gehabt, genau. Klar, für die Leute da draußen, STV geht weiter, das ist die 3. Folge, UPO. Es geht natürlich auch mit UPO weiter, das heißt, UPO ist dabei bei STV. Vielleicht gibt es ja auch Leute dabei da draußen, die dachten, wir haben uns von UPO getrennt. Das wird niemals vorkommen. Wir haben Iggy Capone am Start, Sizilien Süd Entertainment. Und wir haben unseren Bro hier am Start von Casket Drop Music, Produzent, baut Beats, hat einige fette Kisten auch gebaut für mein Mixtape, könnt euch auf jeden Fall gefasst drauf machen. Andi, zu dir, hier nochmal einblenden, das Ding hier, ist ab wann im Handel, Bro? 31.05. ist es im Handel, reines Online-Release, iTunes, Amazon, Musicload, Spotify, wo auch immer ihr gerade unterwegs seid, eure Musik zieht. Zieht euch das Ding. Lohnt sich. Definitiv. Marie geht rum. Auf jeden Fall. Marie geht rum, Jungs, Alter. Zieht euch das, Alter. Geil, Alter. Ja, also wie gesagt, Leute, das kann man nicht oft genug sagen. Ihr könnt das Teil auf jeden Fall runterladen von einem anderen Planeten. Muss man ja auch dann so, das ist ja eigentlich schon fast robotisch, weißt du? Ja? Von einem anderen Planeten. Ne? So, und für alle Leute da draußen, von einem anderen Planeten, ab dem 31.05. im Handel, iTunes, Amazon, runterladen, Musikload supporten. Das ist wirklich Hip-Hop, Leute. Und wir spielen den ersten Track von Handy und ihr könnt euch einfach ein eigenes Bild darüber machen und checkt den Scheiß aus. Und Andi macht ein bisschen Action für STV Raps. Ja, Mann. Ja, Andi. Was geht ab, ja? Stick für die Hütte, Alter. Yeah.
Mike und ich zeig euch Muschis, was Rap ist. Bis ihr endlich begreift, dass Song vom Muckel nur Dreck ist. Ich bin der Beste im Game und ich bin für Bums, aber ich fake it. Fickt euch ein Hype, ich kenne euren Schutt und dein Teppich. Ich bin nur die Eins, ich hab den Flow und die Technik. Ihr pisst ja nicht weit, denn ihr seid dumm, also rap nicht. Es ist an der Zeit, ich bring's auf den Punkt, meine Message. Sie ist ganz einfach, ich bin der Boss, also leck mich. Ich bin so frei, bei mir läuft's unter euch eckig. Ihr seid alle verpeilt, nicht mein Niveau, ihr seid hässlich. Mein Shit ist reif, ich geb's halt rough, geb's halt dreckig. Ich bin einfach der Geilste, selbst deine Mutter sagt heftig. Und nur fürs Protokoll, ich bin lange noch nicht fertig, nein, ich hol mir meinen Erfolg. Diese Mucke ist mein Stolz, was ich sag, mein ich ehrlich, guck, ich hol mir jetzt mein Gold. Ich geb euch das, was ihr vermisst habt. Ich bin jetzt der, der hier die Hits macht. Die Groupies machen Backstage Flickflack. Denn mein Rap ist wie ein Fistfuck, bitch, what? Ich geb euch das, was ihr vermisst habt. Ich bin jetzt der, der hier die Hits macht. Die Groupies werden Backstage glitschnass. Denn mein Rap ist wie ein Fistfuck, bitch, what? Das, was ihr wollt, ihr kommt nicht ran an die Skills. Labert mich voll, mir egal, denn ich mach, was ich will. Klopf rein auf Holz und drehen weiter mein Film. Denn ich hab Erfolg und ihr seid alle jetzt still. Zieht weiter Koks auf Dike und schmeißt weiter Pillen. Ich steh in der Booth, rap leise, um Neider zu killen. Ich hab zu tun, hab keine Zeit mehr zum Chillen. Ich hör nicht zu, wenn ich folg nur meinem eigenen Willen. Guck, mir geht's gut, ich kreis mit 30 noch wild. Ich lass uns brutzeln, schmeiß das Fleisch auf den Grill. Pack meine Wut in Lines, bis alles hier tilt. Mach euch kaputt, bis euch die Scheiße rausquillt. Und nur fürs Protokoll, ich bin lange noch nicht fertig, nein, ich hol mir meinen Erfolg. Diese Mucke ist mein Stolz, was ich sag, mein ich ehrlich, guck, ich hol mir jetzt mein Gold. Ich geb euch das, was ihr vermisst habt. Ich bin jetzt der, der hier die Hits macht. Die Groupies machen Backstage Flickflack. Denn mein Rap ist wie ein Fistfuck, bitch, what? Ich geb euch das, was ihr vermisst habt. Ich bin jetzt der, der hier die Hits macht. Die Groupies werden Backstage glitschnass. Denn mein Rap ist wie ein Fistfuck, bitch, what? Yo, dein Rap ist der Fistfuck. Geiles Style, einfach fresher Style, frischer Wind, neuer Style, irgendwie so echt geil geflext, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Wie fandst du's? Ja, Bombe, auf jeden Fall. Auf jeden also, Fall. Krank, aber Bombe. Krank? Ja, total. Wow! Nee, echt geil. Man muss ja auch immer wieder sagen, er hat auch den Beat selber gemacht. Ich kenne dich ja, Andi, wir kennen uns seit 2002, ne? Ja, 2002, 2003. Waren damals in Kiel zusammen unterwegs. Du bist ja Kieler Junge, ne? Ich bin Kieler Junge. Genau. Ja. An dieser Stelle muss man auch ganz Kiel grüßen, Leute. Kiel, meine Stadt. Geile Stadt, seine Stadt. Ich liebe Kiel, ich liebe alle Kieler. Und Kiel, ganz, ganz dicken Daumen hoch an Kiel und auch an die ganze Szene. BKC Entertainment damals schon am Start gewesen. Wido am Start. Richtig geile Leute am Start in Kiel. Dre durch nicht vergessen. Grüße nochmal an Dre durch. Und an alle Leute, ganz, ganz dicken Gruß, die wir vergessen haben. Und Kiel, du bist damals von Kiel, aber 2006, wann bist du nach? 2006 bin ich nach Hamburg gezogen. Nach Hamburg mit Kian zusammen. Mit Kian zusammen, ja. Und warum seid ihr damals nach Hamburg gezogen? Wir hatten ein kleines Independent-Label in Hamburg, was uns gesigned hat aufgrund der ersten EP und haben da dann Online-Tape rausgebracht, quasi eine Online-EP. Hatten hier und da Auftritte, aber irgendwie hat es noch nicht mehr gepasst, nach zwei Jahren so, circa ein, zwei Jahren. Ja, sind dann in Hamburg hängen geblieben, haben uns da unser Leben aufgebaut und ja. Hamburg ist ja auch eine geile Stadt, ne? Auf jeden Fall. Ich habe dich ja auch schon in Hamburg besucht, das ist ja auch schon lange her, zu lange her. Deswegen muss man wieder nach Hamburg fahren. Und Hamburg ist echt eine geile Stadt, kann man gar nicht anders sagen, Leute. Wenn ihr nicht wisst, was ihr tun sollt, irgendwie. An alle Dortmunder Leute, wenn ihr echt nicht wisst, was ihr tun sollt, dann packt ein paar Klamotten zusammen, so ganz easy, so einen Koffer oder brauchst du noch nicht mal einen Rucksack irgendwie, kommt nach Hamburg oder fahrt mal nach Hamburg, auf der Reeperbahn ist immer Hip-Hop, ne Andi? Ja, man findet irgendwie, damals, ich bin ja irgendwie auch spontan nach Hamburg gekommen, wir waren 24 Stunden unterwegs zusammen in Hamburg und ich glaube, wir waren auf 6 Hip-Hop-Partys. Ungefähr, ja. Und also in Hamburg ist auf jeden Fall viel mehr Hip-Hop.
unterwegs so draußen zu sehen als im Pott oder in Dortmund. In Dortmund ist das leider so ein bisschen mehr Underground irgendwie. Und da hatten wir die letzten Sendungen auch drüber gesprochen, so dass viele Rapper auch Lutschköpfe sind. Er sagt Lutschköpfe. Ich sag, das ist ganz unrecht. Lutschköpfe. Also Cesar 44, ne? Cesar, ich liebe dich, Bruder. Ganz, ganz dicken Gruß an dich. Der war letzte Woche hier. Cesar 44, er sagt, ihr seid Endzucht. Verstehst du? Aber das ist alles so, weißt du, alles, ich finde das alles so ein bisschen krass so, verstehst du? Gut, die sind oder die Szene ist, wie sie ist, man muss immer das Beste draus machen. Ich bin so ein Mensch, ich versuche das Positive immer zu sehen und ich finde, das, was du beispielsweise machst, ist auch total der frische Wind, weil das ist ja auch nicht so das Typische, was man gehört hat. Und deswegen, Leute, bevor wir irgendwie groß und lange quatschen, STV Your Raps, wir haben Andi zu Gast aus Hamburg und wir spielen den zweiten Track und machen ein bisschen Action für euch. Und ihr seid die geilsten. Opa muss wieder aufstehen, Alter. Yo, STV Raps. Im Dortmund heute. Was geht ab? Ich geh meinen Weg. Ich mach mein Ding, ich geh meinen Weg, ganz egal wohin. Ich geh meinen Weg, ich mach mein Ding. Ich geh meinen Weg und seh, was es bringt. Ich geh meinen Weg, ich mach mein Ding. Ich geh meinen Weg, ganz egal wohin. Ich geh meinen Weg, ich mach mein Ding. Ich geh meinen Weg und seh, was es bringt. Ich geh mein Weg. Zeig Deutschland, wie man Mucke macht. Sag den Rappern gute Nacht, denn das hier ist die Zukunft. Junge, HD gegen Super 8. HD Ring im Schuss, das war's. Keine Sonne, U-Bahn-Schacht. Du kannst mir nicht folgen, Junge, okay, nochmals. Guten Job. Ich bin der eure Regeln bricht. Absolute Anarchie, denn Richtlinien ekeln mich. Jahrelanges Hassen in der Szene, die mein Schädel fickt. Macht mich zu dem, was ich bin, und zwar gegen dich. Und das ist lediglich die Spitze von dem Eisenberg. Ich skizziere hier ein Meisterwerk mit Links, als wenn es einfach wäre. Und niemand von euch scheiße. Hier ist jene dieser Zeilen wert. Mein Leben ist kein Ponyhof, es gibt hier nichts zum Streicheln mehr. Ich war lang genug geduldig, doch jetzt ist meine Zeit, denn ich bin einfach viel zu hungrig. Jahrelang gestruggelt, es wird Zeit, dass ich mein Lohn krieg. Denn eines Tages zahlt sich alles aus. Ich geh meinen Weg, ich mach mein Ding. Ich geh meinen Weg, ganz egal wohin. Ich geh meinen Weg, ich mach mein Ding. Ich geh meinen Weg und seh, was es bringt. Ich geh meinen Weg. Ich geh meinen Weg, ganz egal wohin. Ich geh meinen Weg, ich mach mein Ding. Ich geh meinen Weg und seh, was es bringt. Ich geh meinen Weg. Ich setz mir keine Grenzen, ich mach einfach, was ich will. Ich mach Party-Rap, Straßen-Rap, gar kein Rap, chill. Ich wart ab im Stillen und dann schnapp ich zu. Taktik-Move, ihr zappelt wie auf Pillen. Jetzt liegt Kammer auf die Brillen, Sekretärin im Style. Ich bin kein Märtyrer auf allen, ich find mich selber zu geil. Ich bin der Beste in dem Rap-Ding, denn der Rest hat keinen Style. Schränkt sich selber nur ein und hängt verletzt in den Seil. Ich bin eher der Robin Hood des Rap, der Bonzen ihre Kohle wreckt, die ich dann in die Tangas-Lips von hartschürfenden Noten steck. Ich wurde 30 Jahre unterschätzt, doch jetzt ist meine Zeit. Ich nehm euch schwanzlos an die Kronen weg. Ja, ich war lange genug ruhig, doch jetzt ist meine Zeit, denn ich hab lang genug gehorcht. Jahrelang gehasselt in einem Land von Angst und Furcht. Doch heute wendet sich das Blatt und alle dreht durch. Ich geh meinen Weg, ich mach mein Ding. Ich geh meinen Weg, ganz egal wohin. Ich geh meinen Weg, ich mach mein Ding. Ich geh meinen Weg und seh, was es bringt. Ich geh meinen Weg, ich mach mein Ding. Ich geh meinen Weg, ganz egal wohin. Ich geh meinen Weg, ich mach mein Ding. Ich geh meinen Weg und seh, was es bringt. Ich geh meinen Weg. 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 Das war Andi. Bounce. Er geht seinen Weg. Ich geh meinen Weg, Andi. Auf jeden Fall, ich feiere die Sachen. Ich feiere die Sachen. Auf jeden Kann Fall. Man nicht anders Auf sagen. Jeden Fall. Ja. Dortmund steht hinter dir, Junge, Alter. Ja. Sag mal, ein paar grundlegende Fragen. Wie lange machst du das schon? Boah, wie lange mach ich das schon? Ich denke mal so 10, 12 Jahre jetzt ungefähr. Ja. 10, 12 Jahre ist eine lange Zeit. Hast du angefangen mit Rap oder war es vorher was anderes? Ich habe angefangen, also zu Hip-Hop bin ich gekommen durch Graffiti. Mhm. Wie die meisten eigentlich. Wie es so ist halt. Ja.
hab dann aber auch schnell angefangen zu rappen und eigentlich auch produzieren gleichzeitig so. Ich habe eine Zeit lang halt mehr produziert als gerappt, aber das hat sich immer so die Waage gehalten. Okay, okay. Ja, wie Sandra auch gerade gesagt hat, du hast alles selbst produziert, also sei es die Beats, sei es die Tracks, die Texte natürlich, das versteht sich von selbst. Ja, und ist ein Bombenprodukt geworden, muss ich echt sagen, Alter. Wie heißt das Album nochmal? Von einem anderen Planet? Genau, ja? Genau. Nochmal für die Leute da draußen, Music Load, Spotify, was war da noch? iTunes, Amazon, das Ganze könnt ihr euch runterladen, einfach drauf gehen. Das Album ist zwar markiert mit Andy H, mittlerweile heißt er nur noch Andy, aber Andy H, das Album von einem anderen Planet, zieht euch die Scheiße, das lohnt sich definitiv, Alter. Und wir werden heute noch ein paar Sachen hören, zwei, drei Sachen werden noch kommen, glaube ich, ne? Gerne. Was hat dich denn inspiriert zu diesem Album vor allem, ne? Weil das ist ja damit, womit du jetzt am Start bist, das ist dein aktuelles Paket, was du mit dir trägst. Was hat dich inspiriert? Also was wolltest du, was war deine Message, was wolltest du mitteilen? Meine Message? Fickt euch alle mal. Fickt euch alle, weißt du? Ja, nein. Nee, das Ding ist, ich habe vor dem Album halt viel, teilweise auch Elektro-Sachen gemacht, habe ein reines Instrumental-Album rausgebracht, halt Free-Download. Habe vorher halt Party-Rap Kram gemacht so und wollte jetzt einfach nochmal sagen so, ey, ich mache jetzt einmal ein reines Battle-Album, weil das halt so der Ursprung ist, wo ich herkomme, wirklich einer gegen einen, Mike auf der Bühne, Freestyle-Battle, so das ist halt der Background, aus dem ich komme so. Mhm. Und ich weiß nicht, ich habe das Gefühl im Moment, entweder musst du Straßenrap machen oder du musst massentauglichen Rap machen, à la, ja, wie die Leute heißen, ne? Mhm. Aber mir fehlt einfach dieser geile Battle-Rap von früher, so, wo man einfach sagt, Alter... Und den, genau den hört man, echt? Ja, wo ein bisschen mehr Kopf. Ich weiß nicht, ja. Ja, klar. Ganz ehrlich, so die Leute, ey, ist mir auch egal, ob sie die Videos haten oder sagen, ist in der Vergangenheit hängen geblieben, so, weißt du, aber ich denke mir halt, ganz ehrlich, ey... Lutschköpfe! Lutschköpfe, um Gottes Willen, Hater hat man immer, das weißt ja, du. Ich meine, Hass ist die neue Art von Liebe. Du kannst nicht von allen geliebt werden, du kannst es nicht jedem recht machen, so ist es halt einfach. Ne? Erkennt man ja. Aber was sind denn jetzt die nächsten Schritte? Also das Album ist jetzt seit wann auf dem Markt gemacht? Ab dem 31. Ne? Genau, ab dem 31. Okay. Gibt es da eine Tour oder gibt es da irgendwas, wo man hingehen kann, dich live sehen kann? Tour jetzt kann? Nicht direkt. Ich habe am 20. Juli, bin ich der Meinung, steht noch nicht ganz fest, wurde ich jetzt gebucht für eine Jam in Lübeck. Mhm. Und ansonsten, werde jetzt erstmal ins Studio gehen wieder, neue Sachen aufnehmen. Neue Beats bauen. Okay. Also Release-Party hast du nicht geplant dafür? Release-Party nicht direkt, nein. Okay. Ich habe jetzt erstmal die ganze Zeit Promo gemacht, so die letzten zwei Monate dafür, zwei Videos online gehauen, zwei Videopremieren, habe Interviews gemacht, bin heute hier, Ja, Mann. Okay, wenn du für das nächste Ding eine Release-Party machen solltest, dann lad uns auf jeden Fall ein. Komm gerne vorbei, sei es in Hamburg, sei es sonst wo, Alter. Lass mir die Sau raus. Also wir feiern das Ding auf jeden Fall, wir pushen das Ding auf jeden Fall. Das freut mich. Von einem anderen Planet, Andy, mittlerweile nur noch Andy, das Album ist bekannt mit Andy A, also markiert. Und dementsprechend, hey Leute, ladet euch die Scheiße runter, pusht den Jungen über Facebook, über MySpace oder was auch immer, wo ihr ihn auch findet. Gebt auf Google ein, Andy H, von einem anderen Planet und dann findet ihr ihn. Und push den Jungen, er hat es verdient, er hat sich viel Mühe gegeben, das Ganze selbst produziert. Und jetzt hören wir erstmal einen neuen Track von ihm und dann geht's weiter. Feiern. Ich mach diese Mucke, bis ich abkack. Mir ist scheißegal, was du sagst, weil ich Spaß hab. Kann schon sein, dass meine Art dich hart abfuckt. Wie ein Tag, an dem deine Mama kein Schnaps hat, Lachsack. Ich spiel Champions League, ich fick jeden im Game, sag wer wird beef. Du wärst kein Star, der durchs Weltall fliegt. Okay, ich schlag dich so lange, bis du Sterne siehst. Rest in peace, nenn mich Paul Bearer. Ich fäll Bäume zum Beat, nenn mich Holzfäller. Hab jetzt Popsetter, denn ich mach meinen Job schneller. Dann fällt die anderen fahren, du laufst etwas Kopfgelder. Ich bleib wie Messi am Ball, der Beste von allen, der Rapper für den härteren Fall. Wie dressiert deutsche Rapper so wie Pferde im Stall? Du gesprengt Konkurrenz mit nem heftigen Ich Knall. Bin zu leid, euch zu hören. Bin zu leid, euch zuzuhören. Ja, ich bin zu leid, euch zu hören. Darum fick ich euch jetzt. Fick ich euch jetzt. Ich bin zu leid, euch zu hören. Bin zu leid, euch zuzuhören. Ja, ich bin zu leid, euch zu hören. Darum fick ich euch jetzt. Fick ich euch jetzt. What is
Ich werf einen Schatten, der die Szene bedeckt. Hier ist kein Platz mehr für euch, weil mein Penis drin steckt. Ich geb keinen Respekt, nein, ich leb, was ich rap. Bin an sie alles, komm, ich fick das Geschäft. Ihr pisst euch ins Bett und seid traurig, weil ihr es nicht rauskriegt, wie ich Texte auffrisch. Ich schreib meine Lines jetzt in Lautschrift. Hinter mir das Blaulicht, Index in Aussicht. Guck, wie ich's auftisch, immer frisch aus dem Hirn. Punchline so wirklich wie ein Tritt vor die Stirn. Ich brauche kein Image, um die Kids zu verwirren. Keine Tricks, keine Gimmicks, keine Hits adaptieren. Hab nichts zu verlieren, heißt ich kann nur gewinnen. Getragen vom Wind, Paragliding. Chancen verwandeln und rein mit dem Ding. An deinem Team vorbeiziehen, schade einbringen. Ich bin zu leid, euch zu hören. Bin zu leid, euch zuzuhören. Ja, ich bin zu leid, euch zu hören. Darum kick ich mich jetzt. Fick ich euch jetzt. Ich bin zu leid, euch zu hören. Bin zu leid, euch zuzuhören. Ja, ich bin zu leid, euch zu hören. Darum fick ich euch jetzt. Fick ich euch jetzt. Ja, Alter, voll geil, ja, voll Reggae angetouched irgendwie, ne? Warst du auf dem Reggae-Trip an dem Tag? Ich weiß es nicht. Oder? Ich weiß nicht, auf was für ein Trip ich war. Aber es ist doch Reggae angetouched, oder? Ja. Es ist Reggae. Ein bisschen zum Runterkommen. Ah, der Mann da hinter der Kamera, drauf, ja, kennt sich sehr gut aus. Edelhut-Musik. Ich liebe dich. Vielen Dank. Deep Productions, dich liebe ich auch. Und es gibt einiges zu sagen, Andi, du bist ja, Release-Datum ist ja am 31.05. und alle Leute da draußen können jetzt schon das Ding vorbestellen, auf iTunes, Musicload und Amazon. Nee, ich sag immer die Wahrheit. Nee, das stimmt wirklich. Ich kann dir auch ein paar andere Wahrheiten erzählen. Nee, ich zum Beispiel, ich war heute unterwegs, ne? Ich habe Andi abgeholt vom Dortmunder Hauptbahnhof. Ne, echt, du lachst, aber pass auf. Du guckst mich schon so an, als ob du lachst. Und dann war Andi mit meinem Freund unterwegs. Ich habe ihn quasi so abgeladen, weil ich musste noch kurz was anderes regeln. Und dann bin ich bei Rot über die Ampel gelaufen. Ne, echt, ich wurde angehalten von der Polizei heute. Echt, ich wurde heute angehalten von der Polizei. Kann ich dir auch zeigen, Dortmunder Polizei hat mich heute angehalten. Ne? Du warst ja dabei, du hast das ja mitgekriegt, gut aufgehalten. Deswegen kam ich ja zu spät. Normalerweise kommen die Südländer einfach zu spät. Und dann haben die diesen Ruf. Aber pass auf, ich kann es nicht beweisen. Steht da mein Name drauf? Ne, steht nicht drauf. Hier, Dortmunder Polizei. Vielen Dank. Die haben mir einen Fünfer aufgeschrieben. Ein Fünfer dafür, dass ich bei Rot über die Ampel gelaufen bin. Geil, oder? Also alle, die das jetzt schön los. Nein, das darf man so nicht sagen, weil man muss ja auch ganz ehrlich gestehen, dass ich bei Rot über die Ampel gelaufen bin. Ja, trotzdem. Und das ich habe eine Antipathie für die Leute. Und deswegen entschuldige ich mich bei der Dortmunder Polizei und ich werde nie wieder bei Rot über die Ampel laufen. Und das sind so alltägliche Geschichten, die man in Dortmund erlebt. Ansonsten, Andi, wie hat dir Dortmund gefallen bisher? Gut, auf jeden Fall. Ja? Besseres Wetter als in Hamburg. Das ja, auf jeden Fall. Du sagst ja, das ist hier warm, ne? Also für uns ist eigentlich ja kalt, ne? Also es ist doch ich bin ja vorgestern mit dem Fahrrad losgefahren aus Hamburg. Ja, weißt du, so? Genau. Und, du hast ja angerufen, dass du in Bremen warst. Ja, genau. Ich bin im strömenden Regen losgefahren vorgestern, weißt du? Ja, und als ich heute ankam, dachte ich mir, endlich Sonne, Alter. Ja. War klitschnass, ja. Fahrrad durch, Reifen auf. Aber hat sich gelohnt. Ich weiß das ja auch selber aus Erfahrung. Im Norden ist es immer kälter. Echt? Leute im Norden, ihr tut mir echt so leid. Manchmal haben die 20 Grad und ihr habt dann irgendwie so 7 Grad. Aber momentan ist es trotzdem heftig, auch hier abends und so. Aber wir wollen ja auch nicht über das Wetter reden. Wir wollen hier über Andi reden. Früher auch mal Andi Asche gewesen. Genau. Andi Asche war früher. Und ich muss auch an dieser Stelle sagen, ich erinnere mich, da wollte ich dich sowieso eigentlich noch drauf ansprechen, aber wir haben auch kurz drüber gesprochen, Andi. Erinnerst du dich noch? Wir waren ja irgendwie das war eine Release-Party vom Barkeepers damals. Mhm. Ne? Also es gab mal eine Crew in Kiel, das war Andi und Kian, und die haben eine Release-Party gefeiert. Und da war ich damals. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das Ding hat einfach so
gebrettert. Das war die beste Release-Party, die ich jemals mitgemacht habe. Und das sage ich nicht, weil du mein Freund bist und heute bei STV bist, sondern das war wirklich, sag das, weil ich weiß, wie gut du live bist, ich weiß, dass du ein MC bist und ich verstehe dein Problem, weil das Problem ist, alles geht so in Richtung Gangster, in Richtung Gangster-Image und hast mich gesehen und du machst halt diese alte Battle-Schiene, die damals schon am Start war und leider ist es so, wie es ist, aber ich finde es gut, dass du das machst, damit die Leute auch verstehen, was das hier ist. Leute, das ist ganz neuer, fresher Style und den solltet ihr im Ruhrpott auf jeden Fall genauso supporten, wie auch in Hamburg und Berlin und Frankfurt und auf jeden Fall Frankfurt, ganz, ganz dicken Gruß an Jace an dieser Stelle. Jace, du bist der geilste, Alter, deine sozialen Sachen sind wirklich Bombe, Bruder. Und Dortmund City, Andi ist hier extra aus Hamburg gekommen, wir spielen noch einen Track und das ist mein Gebiet. Andi? Jo. Das ist sein Gebiet, Leute. Check das ab. Sein Gebiet. Hamburg City. Das hier. Ich mach Rap wie der Sexy, you have no sway. Scheiß auf den jämmerlichen Rest der Rap. Bin die Eins in dem Game, komm wir klären das jetzt. Eure Technik wack, Text nicht sex. Denn euch spielen einfach die Eier wie beim Lesben Sex. Besser wenn ihr eure Pläne in den Backpack steckt und durch Zufall das Genick bei dem Headspin brecht. Okay, der Scherz war schlecht, mach im Ernst jetzt echt, egal wer was schwätzt. Auch wenn ihr alle hatet und den Wert nicht schätzt, schickt den Besten, den ihr kennt und ich flex ihn weg. Die meisten deutschen Rapper sind gehandicapt, meinen sie hätten hierzulande neue Trends gesetzt, doch kriegen nicht mal Feedback im Facebook-Chat. Seid willkommen in meinem Gebiet, wo noch zählt, wie du rappst, nicht wie viel Lines du ziehst. Seid willkommen in meinem Gebiet, ist dein Hype schnell weg, wenn du den Feind nicht siehst. Seid willkommen in meinem Gebiet, wo noch zählt, wie du rappst, nicht wie viel Lines du ziehst. Seid willkommen in meinem Gebiet, ist dein Hype schnell weg, wenn du den Feind nicht siehst. Und vom Bot feuerfrei auf eure Chefredaktion. Ihr wollt Newcomer pushen, dann zeigt jetzt Reaktion. Ich besetze den Thron, überschwemmt die Nation mit einer Welle neuer Tracks, die Karriere bedrohen. Ich rap dir deinen Lohn, denn du hortest nur Drecksongs. Messi-Syndrom, deine Mutter sie verflucht das defekte Kondom. Denn du bist zweifellos ihr hässlichster Sohn. Ich dagegen bin die sexy Version, die Definition von Rap in Person. Technik perfekt, yeah, ich treff jeden Ton. So clean und so fresh, ich battle die Ikonen. Meine Fans rennen los, fragen, kennst du den schon? Den besten im Game mit dem heftigsten Flow. Den letzten echten Battle-Rap-Pro. Komm, ich spreng eure Show. Meine Damen und Herren, seid willkommen in meinem Gebiet. Wo noch zählt, wie du rappst, nicht wie viel Lines du ziehst. Seid willkommen in meinem Gebiet, ist dein Hype schnell weg, wenn du den Feind nicht siehst. Seid willkommen in meinem Gebiet, wo noch zählt, wie du rappst, nicht wie viel Lines du ziehst. Seid willkommen in meinem Gebiet, ist dein Hype schnell weg, wenn du den Feind nicht siehst. Ja, ich seh die Rapper sehen mich. Sie werden gefeiert, doch shit, ich feier sie nicht. Ja, ich seh die Rapper sehen mich. Sie werden gefeiert, doch shit, ich feier euch nicht. Seid willkommen in mein Gebiet, wo noch zählt, wie du rappst, nicht wie viel Likes du ziehst. Seid willkommen in mein Gebiet, ist dein Hype schnell weg, wenn du den Feind nicht siehst. Seid willkommen in mein Gebiet, wo noch zählt, wie du rappst, nicht wie viel Likes du ziehst. Seid willkommen in mein Gebiet, ist dein Hype schnell weg, wenn du den Feind nicht siehst. Okay. Mari geht rum, Alter! Das ist gute Musik, Alter! Meistens machen scheiß Musik. Gute Musik! Yeah. Ich mach sie mir selbst, die Mucke, die ich lieb. Ich schreib einen Text mit einem super Beat. Ich lass mich nicht blenden von Ruhm und Profit. Ich mach was ich will, ich mach gute Musik. Ich mach sie mir selbst, die Mucke, die ich lieb. Ich schreib einen Text mit einem super Beat. Ich lass mich nicht blenden von Ruhm und Profit. Ich mach was ich will, ich mach gute Musik. Ohne Musik wäre mein Leben so wie dein ziemlich leer. Im Vergleich ziemlich schwer, all mein Eifer nichts wert. Mein Alltag wäre grau und meine Freizeit gesperrt. Doch zum Glück hab ich den Zaun, der mir die Freiheit beschert. Ha 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 ha.
Ich schließ mich ein und komponier. Keine Zeit mehr, um zu feiern, ich bring Highlight zu Papier. Und ich weiß, es wird sich eines Tages alles hier rentieren. Darum bleib ich motiviert, auch wenn es keiner hier kapiert. Doch ich muss es tun, alles andere kann warten. Ich hab den Groove im Blut, brauch den Takt, um zu atmen. Ihr könnt was Wahres erwarten, wenn ich es produziere. Denn the real Hip-Hop is over here. Ich mach sie mir selbst, die Woche, die ich lieb. Ich schreib einen Text, nimm super und Beat. Ich lass mich nicht blenden von Ruhm und Profit. Ich mach was ich will, ich mach gute Musik. Ich mach sie mir selbst, die Woche, die ich lieb. Ich schreib einen Text, nimm super und Beat. Ich lass mich nicht blenden von Ruhm und Profit. Ich mach was ich will, ich mach gute Musik. Ohne Musik wäre mein Leben so wie dein ziemlich trist. Vom Alltag geplagt, weil da weiter nichts ist. Kein Ausgleich in Sicht, keine Kraft mehr für sich. Doch zum Glück hab ich den Zaun, der die Schranken zerbricht. Und darum häng ich daran. Diese Mucke ist wie Kur, wie mein mentaler Strand. Entspannung pur, scheiß auf Handyempfang. Denn ich finde meine Ruhe nur zwischen Bässen und Drum. Bring die Bretter an Mann, die nicht nach Standard klingen. Bada boom, bada bing, und ich passt das Ding. Diese Teil gern klatschen, weil ich der Baba bin. Du hast es noch nicht verstanden, okay, I'm big. Ich mach sie mir selbst, die Woche, die ich lieb. Ich schreib einen Text, nimm super und Beat. Ich lass mich nicht blenden von Ruhm und Profit. Ich mach was ich will, ich mach gute Musik. Ich mach sie mir selbst, die Woche, die ich lieb. Ich schreib einen Text, nimm super und Beat. Ich lass mich nicht blenden von Ruhm und Profit. Ich mach was ich will, ich mach gute Musik. Ich will nur gute Musik. Ich will nur gute Musik hören. Ich will nur gute Musik. Ich will nur gute Musik hören. Ich will nur gute Musik. Ich will nur gute Musik hören. Ich will nur gute Musik. Verdammt, ich will nur gute Musik hören. Ich mach sie mir selbst, die Woche, die ich liebe. Ich schreib einen Text, nimm super und Beat. Hey, ich lass mich auf jeden Fall ganz schön viel. Ich mach was ich will, ich mach gute Musik. Ich mach sie mir your Raps. Leider ist die Sendezeit schon vorbei. Steh ruhig schon mal auf, Andi. Digga, ich muss nochmal hier noch was Sachen loswerden. Ich find das echt geil, dass du gekommen bist, extra aus Hamburg. Dass du die Zeit für uns genommen hast und so, weißt du? Und Leute da draußen, das ist Andi aus Hamburg. Das ist seine Platte. Check das Ding auf, aus hier auf iTunes und Amazon von mir aus, wo ihr wollt. Ihr findet ihn überall im Netz, ab in den 31.5. im Handel. Mein Name ist Benanza, wir sind raus, STV. Leute, check das aus. Yeah. Wir sind raus, STV, yo, Raps. Vom anderen Planeten. Peace out, von anderen Planeten. Peace. Vom anderen Planeten mit Andi. Buh, buh, buh.